Unseres Jugendtheaters. Die Trut vom Oberhof heißt das Stück, das wir heuer ausgesucht haben. Und dazu darf ich Sie im Namen der katholischen Jugend von St. Marein sehr herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Und es ist für uns sicherlich ein besonderer Ansporn, vor so vielen Leuten spielen zu können. Ein besonderer Ansporn ist auch, dass der Herr Ludwig Schmidt unsere heutige Aufführung auf Video aufzeichnet. Ihr werdet schon gemerkt haben, Eintritt haben wir heuer keinen verlangt. Aber dafür möchten wir Sie bitten, vorm Nachhausegehen eine freiwillige Spende zu geben. Die Jugend hat sich entschieden, den Reinerlös dieses Theaters zur Renovierung unserer Pfarrkirche zur Verfügung zu stellen. Und ich bedanke mich schon im Voraus für Ihren Beitrag dazu. Besonders begrüßen darf ich unseren Herrn Bürgermeister Karl Lindner mit Gattin. Dann die Jugendgruppen aus Heiligenkreuz am Wasen. Die Jugend aus Lebensberg. Die Jugend aus Königtal. Und ganz besonders eine starke Abordnung der Raiffeisenkasse Nestelbach, St. Marein bei Graz und Lachnitzhöhe mit gerechten Völkern. Und dann auch noch den Obmann unserer jungen ÖVP, den Herrn Erwin Rauch. Was noch zu sagen wäre, zwischen zweiten und dritten Akt haben wir eine viertelstündige Pause eingeplant, wo Sie auch Gelegenheit haben, sich etwas zum Trinken zu besorgen. Jetzt aber nur noch eines. Ich wünsche allen eine gute Unterhaltung. Danke. Da ist mir der Christi Bauer. Weit und fort. Und wenn's drauf und drauf ankommt, kennt man daher, wird der nächstbeste Handwerksbursch. Siehst, das Sakko ist auch dumm und dumm schon ganz schleißig. Und dein Hausnäher. Herrschaft, mit der geht's schon gleich gar nicht mehr. Wie lang hab ich dich denn schon? 6 Jahre lang. Das Gileeleiber da, grad auch nichts mehr zum draußen. Ja, gell, da hat man einmal gespart und dabei ist man mit dem Hauf vorwärts und mit dem Gewand rückwärts gekommen. Die Jochen da, ins Wirtshaus, an einem Werktag, tut es ja. Aber am Sonntag in die Kirche, da zahlen mir die Kinder mit den Fingern an. Jesus, die Hausen erst. Den Hinterteil, wenn ich an die Wand nage, ersetze zu unserem Spiegel. Nichts mehr ist mit deinem ganzen Zeug. Ein neuer Club muss her. Bis Weihnachten muss ich's haben. Kostet's was soll. Was soll ich hier's da noch sparen? Das kann mein Bertel tun, wenn ich ihm demnächst übergebe. Ein Gewand muss her, ein Stoff und ein Schneider. Nachher können wir uns wieder sehen lassen. Warm? Warm? Oh, komm gleich. Ja, übergeben. Jeder Tag ist mir recht. Aber zuerst muss der Bub heiraten. Wenn's mit der Windtopse raus was wehen tat, wir von recht weiß man. Was ist denn, Bauer? Was gibt's denn? Was ist? Ja, der ist ja gar nicht da. Hört, das ist gut. Wenn ich nicht da bin, ist er nicht da. Und wenn ich da bin, bin ich da. Er nicht da, wollte ich sagen. Nein, wenn ich da bin, dann bin ich da. Jetzt gehe ich aber wieder in die Küche lassen. Weil wenn ich da bin, dann bin ich da. Thank you.
nou eine Stunde auf dir. Ich bin schon da, Greg. Na, sei so gut und komm halt noch einmal. Dass du wieder nicht da warst, was gibt's eigentlich? Kim, sag einmal, für was haben wir denn dir überhaupt als Wirtschafterin? Du lässt ja deinen Bauern umeinander laufen wie einen Nurarmen. Was kümmert mich das? Wirst dich wohl was angehören? Ein richtiger Dienstbauer, muss schauen, dass sein Bauer anständig daherkommt. Und du hast gleich geschaut. Ein neues Gewand brauche ich. Verstanden? Das für so einen alten Austrogner, nicht auch das alte Zeug dort. Windisch, weil du möchtest noch mit deinen alten da. Da muss ich da gleich lachen. Rein kann still für alte Postbein. Also, wie gesagt, ich brauche ein neues Feiertagsband. Soll ich da eins von mir leichen? Knobel halten. Dann schickst die Traudel gleich auf zum Krawitschek-Wenzel und lass sagen, er muss sofort auf die Stör kommen. Wann er mag. Lass dir sagen, wenn er bis in einer 8 da nicht da ist, hat er auf Oberhof ausgearbeitet. Der wird dann nachgefragt. Seit 6 Jahren hast du nicht mehr gebraucht. Und nachher wird er gleich springen. Weil er so viel Arbeit ist. Wart mal so. Also, schick Kaffee, die Traudel. Und was ich noch sagen wollte, ein Austrager hast du mir früher geheißen. Vorläufig bin ich aber noch Bauer. Aber wenn es recht geht, nicht mehr lang. Übergib's da einmal. Zeit ist. Wenn der Bertel die Richtige ins Haus bringt, kann man Hof haben. Und die Richtige ist bei dir die Windhapserausl? Was der Gescheitere? Kriegt er nicht einen Hof, bringt ein Bird ins Haus und ist eine ganz reputierliche Person. Ob's der Bertel mag, das wird die Frage sein. Der muss. Ja, schnell, wenn er mag. Ach so, ein altes Laster. Wenn ich sag, der Schneider muss gleich heimen, wenn er mag, sag ich, der Bertel heiratet die Windhapserausl. Wenn er mag, ja, Herrschaft, wer ist denn eigentlich der Herr im Haus? Der Schneider? Mein Bruder? Oder Donau, ich selber? Aber ich weiß schon, was ich tue. Ich gehe jetzt ab zum Windhapser und lass mit ihrer Heirat richtig. Wollen wir da sehen, wer auf den Oberhof anschaut? Ein Bierlacker Brote scheint zeitig und rund, aber ich beiß nicht ein, weil ich's grausen kriegen kann. Ach jo. Na, Vater, mich fangst nicht, mich bringst du nicht raus. Ich bleib bei der Afra und die Geschichte ist aus. Ach jo. Beate, was jammerst du so? Geh recht da. Das Rein freut mich nimmer. Ich besing jetzt mein Leid, denn für mich schaut jetzt keiner eine Hundsheit in die Zeit. Bertel, was hast du? Ein Hirnkasten voll Sorgen und ein Herz voll Leid. Im Ernst, Bertel? Ja, Dirndl, ich werde auch aus Jux und Spaß nicht so traurig singen. Ist etwa dein Vater hin, wenn sie Liebschaft kommen? Nein, das zum Glück noch nicht. Gott sei Dank. Noch ist unser Lieb der Welt ein Geheimnis. Aber was nutzt uns das dumme Geheimnis? Solange das Geheimnis noch ein Geheimnis ist, können wir nicht heiraten. Und ist das Geheimnis kein Geheimnis mehr, dürfen wir nicht heiraten. Das ist wirklich eine blöde Geschichte. Mit deinem Reden kenne ich mich gar nicht aus. Ich kenne mich selber nicht mehr aus. Schau, das sag ich so. Vor ein paar Tagen hat mein Vater zu mir gesagt, dass er so ein strammer Bursch wie ich, und das bin ich ja, gell, Schatze? Also, dass er so ein strammer Bursch wie ich, sein Jungs Leute nicht so verblendet von der, wie ich es mache. Und zu dem Vorwurf hat er noch einen Nachwurf gemacht, dass sie bald heiraten müssen und dass er schon eine passende Hochzeiterin im Verrat hat.
Aber das bist ja du wieder nicht, Afra. Ja, das brauchst du mir wohl nicht eingesungen. Gell, jetzt gibt es so weit, dass man auf so eine Überraschung nicht mehr rein kann und sein Irren singt. Was für eine hat denn dir denn so Mut? Ach, ganz eine nette. Scheint es nicht, aber Gerd hat's. Die Wind hab's so raus. Sei ich. Was hast denn du noch drauf gesagt? Nix. Ja. Weil mir der Stimmstock einen Dienst aufgesagt hat. Ja, aber dann ist der Vater ja der Meinung, dass du mit seinem Vorschlag einverstanden bist. Ah, wenn ich mich sprachtechnisch wieder erholt habe, dann werde ich mich klar machen, dass mein Plan gescheit ist. Ja, es gehen auch unsere Plan nicht aus. Nur nicht verzweifeln, Schatz. Ein Geweiberl rutscht das Herz so schnell in die Hosen ab. Warte, es soll der schwache Geschlecht sein. Am Mannsbild lässt sich nicht schrecken, da gibt's gut Verzogen. Und zuerst hast du selber gesagt, dass der Hund heute eine Zeit reinschaut. Bitte, das haben wir nicht gesagt, das haben wir gesungen. Aber auf jeden Fall stelle ich mich auf die Füße und lass mich nichts reinreden. Vom Vater mir habe ich aufhalten lassen, den ich mag. Nein. Und Gott ist geschubst, die Winter haben sie dir doch dreimal nah. Wie er gerade auf der Eifel fallen kann. Ja, mein. Das scheint ein Haufen und das ist völlig gehört. Aber draußen, man rennt allerhand Fähre. Und von ihrem Knecht, dem lüderlichen Xaver. Aber von dem muss mein Vater noch nicht viel gehört haben. Für das musst du sagen, das hängt viel davon ab und der Glücksbärtel. Das sag ich ihm hin, wenn der Augenblick passt und du bleibst bei mir und der andere wird geschossen. Hör auf, du Würdling, du Schirrer. Ich weiß nämlich kein Mensch nichts von unserer Liebschaft. So? Und ich gehöre wohl nicht zu der Menschheit, gell? Was du? Ich habe schon länger Arm und Kopf von unserer... Meine lieben Leute, ich bin kein heiliger Hose mehr. Wie ich vor ein paar Wochen nach Feierdom ein bisschen spazieren gegangen bin, da habe ich gesehen, wir nicht in Obstgarten zwei Fangemantel gespielt haben. Das ist gemeint, du bist der Spionze. Wer kleine Jungze hat mir gesagt, dass da noch größer rauskommt. Du hast ein feines Gefühl. Dass du aber alles sehen musst. Hast recht. Besser weiß ich gar nicht, das hätte der Bauer gesehen. Wo? Mein Vater, um Gottes Willen, da war es aus, weil sie mit Fangemantel spielen. Da hätte er uns noch was vorgespielt. Das wird eh noch kommen. Eher als nicht. So ungleiche Gespusel nehmen wir gerne ein Umweg sein. Gehst rein? Jetzt habe ich schon von Anfang an gesagt zum Bertel, aber er hat ihn nicht nachgegeben. So eine Gemeinheit. Was ist eine Gemeinheit? Der Nagel kann spät haben. Und ich und denke, weil ich nicht nachgegeben habe. Das, wenn es damals war, der dumme Kerl war. Aber auch einmal ohne gern gehabt. Das ist noch lange nicht so schön geworden wie die Dein. Nur der Gäste rein. Du, mein Apfel ist kein Luder, das merkst du. Du bist da, Depp. Und das ist nicht kein so im Schuhknogel, das ist kein Dir. Du, Sepp, hast du Kontrolle nicht drin auf? Josef, sei uns behilflich, dass wir ein Paar werden. Weißt du, ein verheiratetes Ehepaar, wo er der Mann ist und ich weiß. Jetzt war die Hose nicht mehr voneinander. Wenn wir nicht müssen, gar nicht. Siehst, der ist gescheiter wie du. Und rechne damit, dass ein Liebhaber manchmal ganz ein lumpiger Wind von ist. Vor so ein rarer Bauernsohn, der an der armen Tieren gerade so lange den Kopf vertrat, bis er sie eine bessere gefunden hat. Du hast die Rechte. Hör auf zu warnen, Afra. Meine Schuhnägel werden ja rostig. Wenn ihr mal ohne das Heiligen verspricht, dann holt ja mein Wort. So weit musst du mich keinen. Das ist schön für dich, Sepp. Aber noch schöner war es, wenn du zuerst den Vater gefragt hast, ob es mit deinen Versprechen so freigebig sein wirst. Aber hier ist es, was ist,
Du Apfler, Herzwunderer. Es macht dich nur schier. Der Bertel Mono wahrscheinlich. Ich bin gar nicht mehr her, aber mit. Also los, die Songs. Mein Vater will, ich soll die Windhauchse rausheiraten. Da schau, der Rausl. So, so, die Rausl. Aber ich mag nicht. Erstens ist sie mir zu Hause fertig. Zweitens hat sie nicht den besten Ruf. Drittens ist sie schon 35 Jahre alt. Viertens hat sie von der Adler nicht mehr ab. Und fünftens... Und fünftens magst du sie nicht. Sonst wären wir wieder von Anfang. Aber noch was. Da geht das Gerät um, dass die Rosel mit den Knechten gesagt ganz gut hat. Ist wie es mag. Ich heile die Rosel immer nicht. Und müsste mit dem Vater raten. Sepp, du musst mir helfen. Bist du schon an die 40 Jahre da bei uns? Und die wird über Antwort auch gleich gesagt, dass der Sohn vom Oberhaupt nicht in sein Umfeld muss. Und ich auch damit. Ja, Leiden. Was soll ich schon machen? Ich bin ja nur der Knecht. Das tut nichts. Dein Wort hat bei meinem Vater noch immer was gegolten. Und außerdem hast du einen studierten Doktor hinter dir. Dem hast du für sein Studium viel Gutes getan. Und der erfüllt dir jeden Wunsch. Und den Herrn Doktor sei rein. Hey, wie für mein Alten was? Ich soll also meinen medizinischen Freund, dein Vater, aufs Knack heizen. Wenn wir zu viert den Vater gegenüber treten, dann muss er der Gewalt weichen. Josef, so geht's. Hilf uns. Sei uns behilflich, dass wir vorwärmen. A so eine Bande. A Revolution anzeigen und mir Schlanz für der Verlangen. Wie ist es nur? Josef, wir können noch die bauen. Josef, du vermittelst die Sache. Darf mir leid fallen, dass ich so eine Dumperei nur Vorschub leisten darf. Nix. Und du besprichst ihn mit dem Herrn Doktor? Der ist ein reicher Mittel, verschreibt. Gegen die Verliebte sucht. Und gegen die Lirium Pusserne. Und zum Bauern sagt, dass für Bertel... Dass für Bertel keine so gut passt, wie die Windtopse rauschen. So jetzt verschwindet, das Tal wird den Finger an. Ich schon geschenkt. Teiflein. Hast du aufgekaut, hä? Glück und Sorteig hab ich gesagt. Du lieber guter Braver Sepp, kriegst du Bussen von mir. Halt! Der Sepp ist seit 30 Jahren Weiberfeind. Von mir kriegt er was. Hast du ein Honig um den Sepp? Die Bussen gehen mit der Wahl hoch genug. Ach, so eine Bande. Gehst eine? Ein gutes Wort fängt halt einen guten Ort. Da war ich wieder. Na, der Vater wird nicht schlecht schimpfen, wenn ich ihm sage, was der Schneider gesagt hat. Der Weinzel? Was hat er gesagt dabei? Kannst mich Oberhofer warten, bis Kravitschek Weinzel mag, hat er gesagt. Zuerst kommt der Meister, danach kommst du lang nichts mehr und nachher kommst du erst der Bauer, der was sie machen lässt, noch alle 10 Jahre in Gwandl. Da kommst du Weinzel recht. Aber hat er genug und so ist auf dem Oberhaufen nicht angewiesen. Ja sag, was tust denn du da? Schurknageln? Ja, und zerrissene Liebsherzenflecken. Gerade habe ich 2 repariert. Braucht es dein keinen Fleck? Nein, Gott sei Dank nicht. Dann bist du also die Einzige in unserem Haus, die nicht verliebt ist. Verliebt? Das ginget mir noch. Ohne Respekt. Da ist aber der Brunnendecker Floris und der Barmen. Der Flori? Warum? Na, wenn du nicht heiraten musst, den ihm gar nicht verliebt bist. Was geht nie der Flori an? Kaudl, bist du da? Jesus. Da steht er draußen. Das ist aber schön zu dir. Claudia, hast du mir noch einmal gern? Dumme Frau, die ganze Zeit denke ich an dich. Und vergiss dabei, dass ich auch nicht da bin. Mein Herz. Gerade hast du gesagt, er geht da nichts an. Da ist er, ich druck mich. Auf den habe ich gar nicht mehr gedacht.
Du nicht krank! Ich bin nie froh, dass ich nicht mehr jung und verliebt bin. Weil mir das Scheingiften tat, wenn ich vom Bus gestört wurde. Guten Abend, Tipp. Grüß dich, guten Abend. Was treibst du denn? Schuhnagel? Ja. Meine Sohn bin am Mittag ausgeschürft, muss ich bei der ganz Herre. Was hast du jetzt? Einen Krankenbesuch habe ich dort gemacht. Und jetzt am Heimweg habe ich ein bisschen reingeschaut, was du machst. Und kennst du mir ganz recht? Ich hab nämlich auch was auf dem Herzen. Noch ein Wunder damit. Ich brauch dein Mithilfe. Magst? Frag doch nicht. Wie sollt ich mein Wohltäter, dem mir ganz allein meine heutige Stellung verdankt, was abschlagen können? Wenn du nicht immer mit der alten Geschichte herkommst. Was hab ich denn gerade da? Die ist als Dienstbub in Orden Oberhofer nicht gerade den Beisten gegangen. Und weil ich mir denkt, seine Hartherzigkeit Gift hab. Und weil ich gesehen hab, dass du ein gescheites Käferl hast, hab ich zu deinem Vater gesagt, er war mein bester Freund. Also hab ich gesagt, dein Buben lass ich studieren. Und zwar auf meine Kosten. Vor dem sollt Leute, die sich was einbilden, wenn sie Dienstbüben traktieren können, nur mal Wut annehmen müssen. So ist es geschehen. Du hast studiert, der Oberhofer hat sich brav gegift und ich hab mein Fleisch gehabt. Heute bist du Doktor. Aber für die Wohltäterei, wenn du trittst, kannst du mir keine Schichte machen auch. Sepp, du bist wirklich ein edler, uneigennütziger Charakter, wie es wenige auf der Welt gibt. Da ist die nicht. Ich kann ganz ein hinterhaltiger Halunk sein. Ein Halunk, mit dem der Herrgott seine helle Freizeit. Aber jetzt schieß los mit deinem Anliegen. Da auf dem Oberhof wird was reif. Gar eine Hochzeit? Er fährt los. Ja, wieso? Der Bertel hat mit der Afra angebandelt. Die Afra ist brav, gerade auch nicht bald lahm. Aber als Schwiegertochter ist sie dem Orden sicher schlecht. Der traditionelle Bauernstolz lässt ihm keine solche Verbindung zu. Das hast du schon gesagt, Doktor. Studiert ist halt studiert. Aber lass es halt. Der Bauer hat einen Amt am Plan. Der will, dass der Bertel die Windhopse Rösel heirat. Was der scheint so, will Geld. Aber sie ist halt nicht die Weiße. Leider, sie steht nicht in guten Ruf. Ihr Liebschaft, mein Knecht, ist überall bekannt. Wie wird den Herrn Pfarrer, das den Bürgermeister, auf den Zustand aufmerksam machen? Du sei so gut und verpfusch mir meinen ganzen Plan. Zuerst muss der Bauer die Exolinen umzaubern, die ich gesehen. Er muss grausen für seine Schwiegertochter. Verstehst du mich, Doktor? Ja. Sepp, du bist ein Diplomat, wie es keinen zweiten gibt. Die Hauptsache ist vorläufig, dass den Bauern seinen Plan ausreizt und ihm für die Heirat von Afra und dem Bertel gut stimmst. Gut, mein Wort. Was ich tun kann, das soll geschehen. Ich werde mir ins Zeug legen. Jetzt lieber der Freund. Gute, der Bertel hat gesagt, das ist der Doktor. Das geht der Doktor. Grüß dich auch, Frau. Wie geht's dir denn? Es kommt dir viel besser gehen, wenn sie nicht so stolz war. Das ist gar nicht wahr. Ich bin gar nicht stolz. Wem soll ich da glauben? Ja, mir, Herr Doktor, mir. Sag, Sepp, warum bezeichnest du die Afra stolz? Weil sie Oberhoferin werden kommt und sie mag nicht. ist gar nicht wahr. Der Bertel lädt sie nachpflanzen. Und sie schenkt nur Fünkel Kehr. Ist gar nicht wahr. Eine andere wäre froh, wenn sie bei ihnen werden kommt auf dem Oberhof. Aber sie mag nicht. Sie mag einfach nicht. Ach, sauer. Und stell dir vor, heute hat ihr der Bertel einen Busen aufgedrückt. Muss sie nicht hergehalten. Ihr Pfeil, hast du selber gesehen, dass ich mir ganz gestarrt gehabt habe wie er? Jesus, das habe ich mir verletzt. Ich schaue mich drauf. Eingefallen. Ist das köstlich? Herr Doktor, das leidet nicht, wenn wir mit dir gesprochen. So? Na, es freut mich von dir, dass du so wacker zu ihr stehst. Nimm's uns nicht übel, wenn wir zwar die Abfrau ein bisschen kanzelt haben. Es war ja nicht böse gemeint. Und ein wenig Spaß dürfen wir uns Jungseln schon noch gönnen. Wir werden dafür uns entgegenkommen zeigen. Der Sepp und ich stehen auf eurer Seite.
Ich war, Herr Doktor. Gönnt, Herr Doktor, es ist ja nichts Unrechts, wenn Sie ein paar junge Leute schon vor der Hochzeit ein bisschen gern haben. Aha. Gott, Glück, da nicht zu wissen. Wenn ein Paar im Sinn hat, in den Ehestand zu treten, sicher nicht. Und bloß ein bisschen gern, meinst du? Ja, nein. Herzlich lieb müssen Sie dir haben. Denn dann ist das beste Fundament vorhanden, die glückliche Ehe. Und weil wir zwei uns nicht gern haben, Herr Doktor, ich sage Ihnen, ganz narrisch sind wir verliebt ineinander. Zum Freisen sage ich Ihnen, zum Freisen. Doktor, die zwei können wir es ja lassen. Gegen den Allerlei hast du auch kein Mittel. Nur der Nacht zu früh. Da in der Stube kann man heute mit der Arbeit nicht mehr anfangen. Am heutigen Tag ist für uns alle mal ein Feierabend. Gut, dann gibst du mir ein anderes Nachtkabinett. Wenn das Bauer doch will, dass Gwandl fertig ist zu Weihnacht. Oder soll ich schneiden im Stall bei das Ochs und der Kuh? Ich bin schon fertig mit dem. Nein, du hast mir nichts mehr klein. Zerreißen tun schon die Leute. Sonst den Schneider nichts zu flicken. Aber du weißt, das ist so spät. Ich bin eben fertig geworden bei Haarverreck. Was? Wer soll verrecken? Hörst du nicht gut, Raben? Schneider hab ich bei Haarverreck. Haarverreck? So hast du einen ganzen Tag mehr. Ist ja auch nicht da im Tal. Ist sie hoch oben auf die Berge, wo man rauf geht auf das Hochstein. Ja, beim Hafen am Eck. Du hast doch so Haferreck. Ja, so hast du Wabel. Kann der dummen steirischen Wort gar nicht sprechen aus. Auf wem ist das die leichte, gell? Oh, Wabel. Femische Spruch. Ist sie schöne Spruch. Leichte Spruch. Hast du bei uns kein Ortschaft. Haferreck, aber nein, du, Michel, Czaslaw, heute Brat, Humolotze, Lata Praha, oh, Wabel, Lata Praha ist die schöne Stadt, große Stadt, ist die Hauptstadt von ganz Land Böhmischen. Geh, mach recht, sprich mit deinem verlausten Nester. Was sagst du? Verlauste Nester? Weißt du, was du bist? Ein ganz ein niederträchtiges Menschenkind. So, jetzt hast du Revanche für Lausbeiniges. So, bist du einmal da, du Schneider, was du dir nicht. Dein Kleinlocken warst du auf deinem Böhmack. Und jetzt kommen wir bei der Nacht daher. Du kannst froh sein, dass Krawitschek überhaupt gekommen ist zu dir, Lackelgrobes. In meiner Schlafstube und richte ihm die große Lampengurt her. Nachher kann er heute mit dem Zuschneiden anfangen. Denkst du, ich bin verrückt und du mich breche noch der Finger ab wegen deiner damischen Montur? Fange ich morgen an in der Früh und heute gibst mir anständiges Nachtquartier. Ah, recht. Von mir aus. Bam. Richte ihm auf der Ofenbank da. Das fehlt he. Schneider haben's gern warm. Seine lauter der frorene Schnaufer. Was sagst du? Erfrorene Schnaufer bin ich. Dummes Bauer. Kannst du Schnauferl nennen, bist du erfroren? Dein Schnabel und Bock, dein Graf verzauben. Dann trag ich dir dein Zimmer. Und noch muss ich das Essen herrichten. Für die Leute, die wenn schon hungrig sein. Hast du recht, Wabel. Hunger habe ich Großartiges. Was? Kannst du tragen da? Meiniges Zeug in Kammer. Geh ich in Küche. Bleibe nur nix zu lang aus, werd ich dabei schauen um schönes Platz am Tisch. So, die Geschichte war hier ein Teichel. Die Rosel war gleich alles recht. Da muss in meinem Buben ja narrisch der Lieb sein. Aber mit dem alten Windtopser hätte ich mir bald ein bisschen hart drauf. Dann ausmachen mit dem Heiratshut.
ist das ein alter Knicker? Mit dem Geld will er gleich gar nicht aussehen. Und wir ihm erst die Kühlerkuh rein. Aber schließlich bin ich mit ihm doch einig geworden. Aber auch nur deswegen, weil ihm die Rosen so gut zugelegt hat. Hoffentlich macht uns der Bertel keine dummen Tanz. Und die ist einverstanden. Sie ist der Schlag in das Kreuz ab. Grüß Gott, Oberhofer. Grüß Gott. Ah, der Doktor. Hast du der Sädelmarin noch ein bisschen nachgeschaut? Wie geht's denn ihr? Mein Gott, so lala. Sie wissen ja, die Wassersucht. Es dreht sich halt sofort. Manchmal ist es besser, manchmal ist es wieder schlechter. Aber solange das Wasser nicht zum Herzen kommt, ist nichts zu fürchten. Aber wo hast denn heute deine Leute? Ist doch schon Feierabend. Ein der Kugel draußen sind, beim Nachtmahl. An meinem Namenstag. Wird überall ein bisschen besser aufgekocht und mehr auf den Tisch gestellt wie sonst. Und damit die Weiberlein nicht so eine Zwiegerei mit einem vielen Geschirr haben, wird gleich in der Kugel angefordert. Ah, das ist ja der Donnerstag. Du machst halt auch meine Gratulation, Oberhofer. Alles Gute, immer gesund bleiben. Auch wenn ich dann nichts verdiene an dir. Denn wie viel den Namenstag feierst du denn heute? Am 62. Ja, alt werde ich. Alt. Schaust du noch recht richtig aus? Na ja, es geht. Hab aber auch schon auf. Recht ungute Tag. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Kann man gut marschieren. Das Essen und das Trinken schmeckt mir. Und schlafen tue ich wie ein Rotz. Mit der Arbeit mache ich mir schon auch ein bisschen leichter. Das kannst du. Hast ja recht fleißige, brave Kinder. Fleißig, ja, das sind's. Und brav. Halt auch nicht besser die andere. Na, wer weiß. Ich kenne da so ein junges Volk in der Gemeinde, das ließe zu wünschen übrig. Aber es ist Nacht geworden, ich muss gehen. Sie sind ja gleich unten im Dorf. Und daheim werden sie halt auch nicht mehr alles zu reisen. Truden verjagen brauchen sie auch kaum. Die kommen nicht bloß zu uns in die Bauernhäuser. Ach, heute haben wir die berüchtigte Donnersnacht vor uns. In der nach eurem Bauern Aberglauben die berüchtigte Trude anwesend treiben soll. Soll? Tut schon, Doktor! Sie tut schon! Wir auf dem Oberhof können der Bauer Wertel erzählen. Das Mistweg hat schon meinen ganzen Hof in Verruf gebracht. Unsinn. Nix Unsinn. Es vergeht nicht leicht der Donnersnacht, in der die Trude nicht alles in mein Haus rumsucht. Bleiben Sie heute noch nur da. Dann können Sie vielleicht was erleben. Oberhofer, alter Mann, sei doch kein Kind. Was ich weiß, das weiß ich. Da lasse ich mir auch für einen studierten Doktor nichts ausreden. Also gut, bleib bei dem Glauben. Oder vielmehr Aberglauben. Lass mir jetzt das Spukthema. Aber was anderes liegt mir am Herzen. Ich hab gehört, dass der Bertel die Windhopser-Tochter heiraten soll. Ja, da sind sie nicht angehört worden. Das wird kaum eine schlechte Partie sein. Meiner Meinung nach ist die für den Bertel nicht die passende Frau. Und meiner Meinung nach eine ganz passende. Ich weiß, die Rosen ist zwar um ein gutes Alter, aber sie ist regelsam, gibt ein richtige Beine noch. Und was das Wichtigste ist, sie bringt ein Geld ins Haus. Spaßgeld. Vermögen als Hauptsache gelten zu lassen, sind wirklich Ansichten, die nicht jeder teilt. Aber richtige Ansichten und gesunde dazu! Geld regiert die Welt! Hat denn der Bertel die Rosel auch gern? Er wird schon sein, mein. Das genügt nicht zum Eheleben. Dazu ist wirklich mehr nötig. Dazu bedarf es wahrer, ernster, und tiefer Zuneigung. Das sind Aussichten. Diese Ansichten sind gesund und richtig. Meine Ansichten und deine, die gehen auseinander.
Bei euch Bauern heißt, kommt Geld zu Geld und Gut zu Gut, dann ist die glückliche Ehe auch schon garantiert. Stimmt, stimmt. Ob aber auch Liebe zu Liebe zieht, danach fragt sie ihr nicht. Lassen Sie Ihnen sagen, Herr Doktor, wenn mein Buben als Bauer ein Ochs verreckt, kann er sich nachher mit der Liebe, die er sich erheiratet hat, und mit den Busseln, die ihm sein Weib gibt, einen anderen kaufen? Auf solche Vergleiche habe ich wirklich nichts zu sagen. Es ist traurig, dass der krepierte Ochs näher am Herzen liegt als dein eigenes Fleisch und Blut, das durch eine freie und lieblose Heirat innerlich verkümmert. Oberhofer, ich bitte dich, lass dein Buben frei, hab ich dein Herzenswohl. Soweit ich ihn kenne, wird er dir keine unwürdige Schwiegertochter ins Haus bringen. Wer wird die Rosel heiraten? Der ist ganz recht dafür. Mit der Person wird er tot unglücklich. Wart mal so. Wenn es zu spät ist, lässt sich nichts mehr ändern. Hat's auch gar nicht notwendig, dass sich was ändert. Egoist. Ha! Trotziger Bauernschädel. Sehen Sie, werden Sie krank, Herr Doktor. Und überhaupt kommt ich mir nicht erinnern, dass Sie als Vormund von meinem Buben aufgestellt worden wären. Der ist kein Kind mehr. Oder sag's mit anderen Worten. Doktor, du hast in unsere Verhältnisse nichts zu mischen, weil her bin ich im Haus. Hast recht. Aber eins glaub mir, Bauer. Ich hab's gut gemeint. Also dann, gute Nacht. Gleichfalls, Herr Doktor. Und nix für ungut, dass unser und einer seine eigene Meinung hat. Warum? Komm rein! Ein blendiger Dreikommandiererei. Du warst ja gleich im eigenen Haus hier mal her. Einerseits, er mag ja recht haben. Verheiratet sein. Und dann noch nicht neigen. Ach was! Das regelt sich schon mit der Zeit. Nein, nein, Herr Doktor. Wenn du gesagt hast, trutziger Bauernschädel. Aber geh du jetzt nach dem und nicht nach deinem Kopf. Sind die Leute schon fertig mit dem Nachtmahl? Ja, wenn es richtig teuer ist, Herr. Kommt bald. Guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend. Guten Abend, Oberhofer, ich mache mir Gratulation zu deinem Tag, dass du recht lang lebst und gesund bleibst. Hey, danke, du sein Flori. Der ist gut. Der gratuliert auf den Abend schon in der Früh. Der ist ein gutes Jahr noch. Gell, Oberhofer? So genau nehmen wir es nicht. Mir scheint, die Hochheit Flori schon mal in der Nähe gesehen. Leider ist der Bauer nicht da. Schafferl! Mit dem Fauzhobel fährst du mir ab. Profitiert. Und dann wird ich mein Freund in mein Haus nicht. Das tut ja deiner Freund nichts. Aber mein Haus leid schon. Gute Ruhe. Und das Aussehen lassen noch. Wegen meiner Spülerei kommt dein Haus nicht in Verruf. Wenn sonst kein Grund vorliegt. Ich lass einmal nicht. Und damit aus. Oder musst du die Spüler die Trot ins Haus? Das hat's nicht notwendig. Der beehrt auch ohne Musik den Oberhof mit ihm zu. Du? Spaut nicht, ich weiß doch keinen, der kann spaut verdrängen. Mir scheint, du hast ein Rendezvous und warst frech. Ist aber mir, dass ich dir das Sportex ausblasen werde. Das warte ich ab. Wenn's nach mir geht, fliegt das nachher ein gewisser Knecht. Der gewisse Knecht fliegt nicht. Was weiter magst du überhaupt? Mit dem Skaden weit ich nicht. Was du ziehst jetzt auch den Kürzer. Wenn schauen wir du, streite ich mir nicht ab. Oberhofer, sind Sie mir froh, dass wir dann nicht wagen von das Eisenbahn? Hätten uns sonst die Busse verboten. Haben Sie Wuchten geschmeckt? Hat sie gekocht, das war aber drei Verschiedenheiten. Erste halbe Dutzend haben schmeckt. Ganz ausgezeichnet. Zweite halbe Dutzend war auch ganz passabel. Dritte halbe Dutzend war eher schlittenmäßig. Demnach hast du 18 Stück verdrückt. Ja, wo hast du denn die alle hin? Liegen alle kreuz und quer im Munitionskasten. Das steckt leider. Das ist ein Leichter.
sind große Wuchteln verbacken in kleines, schmales Bauch. Weiter, hast du recht, Fresner Bauern recht, Herr. Ich spür's nicht. Von dir lasse ich mir nichts sagen. Bist du auch nur Schmarotzernotiges? Du musst ja beide gleich werden, gell? Krawatte schick. Sachwerl, das eine sag ich dir. Du, du meine schönen Namen nicht verunziehen. Ich heiß Kravitschek. Viel gescheiter, du zahlst mir erst Reparatur, wo ich gemacht hab neue Boden in zerrissene Hose deiniges. Dann kannst mich steigen vorn hinauf und rutschen hinten ab. So sagst du alleweil, aber ich krieg's dir nie ganz nix. Bist du bloß Maulmacher, Windhund und Krochbruder. Dein Schneider lädt halt von der Leber weg. Und der Leib bocher den Bein weg. Komm nur her, wenn du hast der Courage. Hält er mich schon. Jetzt packe mich, du Windhopselung. Packe mich. Dann hau ich dir mit der Biegeleisen und der Elle Hirnkastel ein, deiniges. Verflugs des Wabel. Hat mich gut getragen, alle Wuffen meiniges. Schau mal, dass du gar so verschneit bist, mein Weinzel. Oh, Seppel, 3,5 Dutzend Wuchteln liegen in das Magen wie Kieselstein und brauchen Anrempelung, dass sie finden Weg weiteres. Ist sie mich schon recht, Wabern? Oh, Seppel, wenn nur nicht so vollgeladen wäre meiner Bauch, ist sie das nicht infam, dass Spielgut essen nicht gut sein soll? Man sollte halt mit Essen aufhören und so einen Beißen schmecken. Hab ich getan, weil mir hat der letzte Wuchtel am besten geschmeckt. Aber jetzt ist sie mir, als wie man mich druckt, Trot Großmächtiges. Schneider, das kann schon davor sein. Da im Oberhof haben die Troten ja das Wohnen getragen. Drucke von das Trot wünsche ich meiner größten Feind nicht. Das ist ja etwas Forchterliches. Hat sie noch keinen gedruckst von Herrschaften Deiges? Mir nicht. Wir nicht. Trot drucken? Was ist das eigentlich? Ich habe schon oft davon gehört, aber nie nichts gewesen. Bist du noch Kalb Unschuldiges? Weil du das nicht weißt, Trut ist ein ganz entsetzlicher, grausiger Gespenst. Wenn zum Bauern so ein Scheif daheim gesucht haben, muss ein ganz schiefes Gefühl sein, wenn der über einen kommt. Die Trut sucht er nur im Bettmann? Nur bei Schlafen, aber man hat die Augen offen. Man sieht der Trut kommen. Doch muss man sie ja kennen. Freilich kennt man der Geist dabei, aber man kann nichts sagen und nichts schreien. Wenn sie kommt bei dir herein, kommt Sturmwind mit Rauschen, Sausen, Singen und Pfeifen. Oh, Spektakel Großmächtiges. Dann geht der Trut zu der Bett und setzt sich auf der schlafenden Menschenkind. Und tut dir nichts wie drucken, drucken, drucken. Ja, her schon, dann jagen die halt zum Beifel oder schlagen sie über den Haufen. Kannst du nicht bloren? Der ganze Mensch ist sie wie tot. Nur Augen und Ohrwaschel sind mich lebendig. Ist der Zustand wie scheintot. Und wie lange bleibt der Tod da? Eine kleine Ewigkeit. Man schwitzte, schnaufte und ächzte und kann sich helfen, nix. Und der droht soll wirklich ein lebendiges Wesen sein. Die Doktor sagen, es ist bloßes Blut. Doktor, sind's mich alle Esel. Hat sie Blut, Hand und Fuß und Körperteil, den man braucht zum Sitzen? Glaub ich nix. Du glaubst dir nix? Hat sie schon gegeben, der droht bei den alten Deutschen? Der droht gibt's schon heute noch. Bei uns war voriges Jahr ein Kärntner Familie in der Sommerfrisch. Den haben wir Tochter gehabt, der Trude geheißen. Das geht weg und die Trude ist fertig. Hey, Kärntner, die haben wir immer was Ächtiges. Ja, bei uns ist es nicht viel anders. Nur dass uns der Trude Braut sagt. Demnach bin ich auch ein Trude. Die Trude ist
Brotdruckerei gibt nirgends da ein paar. Hast du da im Oberhaus? Ja schon, in der Seite ist Kurs. Ja, ja, da muss drum und sagen. Ich weiß nicht, wenn wir bei unserer Frau und Tochter was reicht, ist mein Gefahr da. Aber übrigens, braucht euch die Trauben nicht sagen. Dass mir einmal ein Strohdruck haben dürfen wir, ist sie jederzeit willkommen. Weil meine Schwester schaut, ob ich nur besser wie andere gewisse Bauerntöchter. Autel hast mit deinen Sprüchen aus dem Spür. Gut, du. Wenn es nachgewiesen wird, dass sie mit der Trude reinigst zu tun hat, dann kann er stur sein. Truden wissen selber nicht, dass sie sind der Trude. Ist sie nur zu erkennen, wenn sie haben der Trutekreis in der hohlen Hand. Trutekreis? Wie schaut denn das aus? Kannst du gleich sehen. Das ist sie, der Trutekreis, meine Herrschaft! Frau Schneider, da hast du uns deine Weisheit. Jesus Maria, ein Trutekreis! Schneider, du damischer Kerl, du! Wenn man einen Teufel an die Wand malt, hast du Krimper! Und du musst, wenn man Trutekreis einmalt, kommt der Trut. Keine Angst vor ihm. Die alten Weiber haben von der Hexen schöne Ruhe. Mit solchen Sachen soll man keinen Spaß machen. Besonders nicht bei uns am Augenhaus. Seht, brennt du! Ja, recht hat sie schon. Also, Traudl, jetzt hast du weiß. Lass schauen, ob deine Hand ein Trudenkreuz aufweist oder nicht. Gell, weil es so ausschaut. Meinst du, ich mach dir einen neuen? Geht's auch gut, den sieben Scheiden Wind hab's dir nicht dein Platzl. Aber mach gleich die richtige Handbewegung. Traudl, wie weißt du, dass am Gesamtzeugkreuz nichts dahinter ist? Gott, nicht Fleiß mag ich nicht. Traudl, lass mich schauen. Dann werden wir schon sehen, dass Säferl bloß Druckemacher ist. Linie abwärts, hinauf, herüber, hinunter, aufwärts. Du rot-guldener Kind von Prag, hat sie tatsächlich wahrhaft Trutekreuz. Maren, ja, das gibt's denn nicht. Ein Hautwurst, du spinnst da! Sag ich nur, was ich sehe, mit Augen leibhaftige. Ich glaub's nicht. Lass mir selber schauen. Das kann ja nicht sein. Du glaubst es nicht, aber zweifeln du trotzdem. Gut, nachher nimm noch an. Ich bin die Tod vom Oberhof. Du liegst. Da hast du wahrscheinlich angefangen mit deinem Saudum und den Schuhen. Fräulich, es ist hart für einen ordentlichen Bauernsohn. Und mein Vater, dass er Schwester und Trude ist. Sagst du das noch einmal? Glaubst du mir Freude? Du bist schuld, dass zwischen meinen Dienten und mir Unfreunden gibt. Keine Sorge, die Geister zum Speinzel fängst du alle Arbeiter. Sollen wir uns bei so einem lumpigen Knecht verspeiten lassen? Du, nicht den Druck zurück? Nichts nehme ich zurück. Feinkel hast du mir nicht geschaffen mehr. Bauern, Brauzen. Los sind wir? Aus sind wir da. Seppelmadel, bitte ich nicht helfen in der Kampf. Ja, was ist denn da los? Weil es so ein Lärm ist. Kleiner Meinungsaustausch mit die Beicht. Was? Raten? Heute in der Thomasnacht. Das ist sie gesund. Was für volle Bauch. Hast du auch mit da? Hab sie keinen Platz gehabt. Was ist aber schon besetzt von Bärchen und Flori. So, der hat jetzt auch seinen roten Kreuz. Aber auf dem Bunkel haben. Was hat's denn mit dem Zafel gegeben? Über die Trauden hat er sich lustig gemacht. Dummheit! Das hätt's bleiben lassen sollen. Gib grad wieder ein Gerät mehr an. Aber ich geh hier ins Bett. Macht's auch zeitlich Feierabend. Warm? Was? Bevor du ins Bett gehst, stellst den Schneider eine Nachtlampe auf den Ofen, gell? Ist recht. Gute Nacht, Bananer. Gute Nacht. Gute Nacht, Bauer. Gute Nacht, Oberhofer, und vergnügtes Blaubeißen. Raudl, ärger dich dann nimmer. Das dumme Gerät war es nicht wert, dass du deswegen so aufregst. Ich mach mir auch ein Spät. Schneider. Warum wuchst du denn nicht nieder? Oh, Seppel, mag sitzen nicht aushalten. Ganze Bauch ist sie wie Trommel. Kann ich nicht verstehen. Buchteln sind sie lauter runter gewesen. Jetzt liegen sie drin
wie lauter Schachteln viereckiges. Afra, bringst du mich ins Bett? Ja, gleich. Gute Nacht, Traudl, und ärger dich. Morgen ist alles vergessen. Ich ja. Gute Nacht. Und ich ja. Schneider. Eine gute Besserung, da. Gute Nacht, sonst gibt's eine große Explosion. Du, Traudl. Was willst du denn da? Geh heim. Ich denk, es ist doch bloß Zufall, dass du... Dass ich? ...in der Hand ein Totenkreuz hast. Pack nicht so lang umeinander. Sag's lieber gleich, holst mich doch wie so ein Trost oder nicht? Ich denk, du bist schließlich doch gewesen. Du denkst das bloß? Nix gewiss, weiß man halt nicht. Alles weg. Nix gewiss, weiß man halt nicht. Alter Florian, gute Nacht. Und für dich, Gott. Das ist ja gerade, als wie man halt sagt, wenn zwei auseinandergehen. Und für dich ist ja Zeit zum Heimgehen. Traudl, wenn ich nur wüsste, wie ich mit dir die Reit aufpassen soll. Gute Nacht, Vater. Und lass dir schönes Dramen von Wenzel Krawitschek. Ihr zwei müsst jetzt verduften. Bei der Nacht bin ich nichts schönes Anblick für junges Marsch. Babel! Elenden Schneider habe ich zum Verdanken. Wissen, was hier im Auto kommt. Babel, Babel! Was möchtest du noch? Weiß ich nimmer. Habe ich schon gesagt, gute Nacht zu dir. Was spinnt der Tropfbett? Dankeschön, Babel. Meine Herrschaften, ich tu mich ziehen aus. Dummes Bauernbub, hast du keinen Schamst mich nicht? Ich tu mich ziehen aus. Ja, so. So, jetzt werden wir machen schönes Schlafzimmer da. Sessel da, ja. Klug. Leer. Tisch stellen wir zu der Bett. Sessel. Daher. Nein, nein. Daher. Uhr. Daher. Sind sie mir gefallen? Noch zwei Wuchteln in der Sache. Gibt sie grad schöne Jause bei der Nacht. Jetzt weiß ich nicht mehr. Hab ich schon gesagt, gute Nacht zu Seppel und Bertel? Muss ich gehen gleich fragen. Sag's mir den Kroggang. Ich muss wissen, was dahinter ist. Und meine Traut wirklich ein Tod ist. Wenn ich für ein Kammertier da vorbeigehe und stehen bleibe, kann ich mir nicht vorstellen, wenn sie da dann als Tod rausgeht. Schau, der Schneider hat sehr vorher gesagt. Au! Los, jetzt gib mir. Dumme Geschichte! Hab ich verfehlt der Kammer und bin kommen im Zimmer von Wabel. Und hat mir Lucky weibliches geworfen, Pantoffeln und verstanden, was meiniges. Hab ich vergessen nix? Da ist die Uhr, da ist die Wuchtel. Was ist das? Hab ich gelegt, der Herr, zwei Wuchteln? Jetzt ist sie bloß noch eins. Wenzel, der Geschicht wird unheimlich. Gehst in der Bett. Was ein langer, schwerer Tag, ganzen Tag, immer nur schneiden für damische Montur von Oberhofer. Hat sie so große Bauch. Ist sie schwer zu messen,
mit Elle. Hose ziehen wir auch aus. Muss ich sonst morgen gerade noch biegen. So. Was ist das? Jetzt tanzen wieder alle zwei. Nur eins ist sie zusammengeknappt. Wenzel, die Geschichte wird unheimlich. Fangen sie schon an zu geistern. Verflucht ist Thomas Nacht. Hätte ich lassen können bleiben, gerade auf der Thomasnacht.
daher auf Arbeit kommen. Weißt du es doch, der ganze Mann, dass ich auf Oberhof all bei Trutung geht. Ah, so ein freche Wampen. Hat nicht einmal von einem Schneider Respekt. Vor Schneider war der weniger. Aber von Leichnam-Bem hätte sie Respekt haben gemusst. Ist eine ganz unpatriotische Person, der Luder. So hundsgemein drucken, dass gleich der ganze Brustkasten gekocht wird. Oberhofer, unkleiniges Bauer, du nur lachen. An meiner Stelle hättest du das lachen lassen. Freut mich der ganze Arbeit nimmer bei das fürchterliche Ereignis auf das Nacht. Ich an deiner Stelle, ich hätte halt das Frauenzimmer verjagt. Hab ich getan, zuerst in Dummheit und Schrecken. Aber nachher habe ich widerrufen und der Trud eingeladen. Denk noch, muss dir dein Hex da gefallen haben? Ist die gute Mittel wegen Erkenntnis. Man muss sagen, kommst du morgen früh und bringst du mir dies oder das, dann kommt sie. Muss sie kommen. Erste Weibsbild, das kommt in der Weg, ist gewesen der Trud. Und ist das auch ausgegangen? Hat sich prompt eingestellt in aller Früh. Als leibhaftiger Mensch? Meint das Uhu-Vogel? Meine liebe Bauer, hast du keine Ahnung, was für saubere Kerl ist, Trud von Haus deiniges? Respekt! Doch verdärfen wir ja noch was einbilden auf mein Haustrut. Haustrut? Hast du gut gesagt. Und du hast kein? Ja, auf für nächsten nachher. Sag ich nicht gern. Außer mit der Sprache. Außer mit der Katze aus dem Sack. Wer ist die Trut vom Oberhof? Der Schneider. Da hast du deine Jausen. Ja, was hast du denn heim? Das alle halt das Kind von mir. Heute in der Früh. Wie wir das Frühstück gekocht haben, was du auch schon so geschreckt zu tun gehabt. Da, da Oberhofer, da ist der Trud. Was heißt mich da? Trud? Ist dich dummer Lachen, nix am Platz. Draußen ist der Trud. Frag sie nur selber, ob sie mich heute Nacht nicht heimgesucht hat und gedruckst hat, wie Mensack, zwei Zentiges. Traum. Hast dein Baum nicht alles dran? Nix dran! Hab ich gesehen! Kann ich schwören einen echten Eidschwur! Schneider! Ist das jetzt bei dir Spaß oder Ernst? Gibt sie keinen Spaß! So furchtbarer Ernst! Traudl ist der Trud! Weinzel, du spinnst! Sagst du das noch einmal? Spinnen tust du im nächsten Grad! Gut! Packst du ich mein Zeug zusammen und geh heim! Meinst du, ich lass mich wegen Trute Häcksel spinnen des Wenzel schimpfen? Kommst du nicht schon? Nein, schamst mich gar nicht. Schamst mich du dich. Ich geh heim. Mag nichts mehr bleiben auf der Hexenhof. Von Werk gedruckt und verspätelt. Sepp, ich glaub, der Nackel geht wirklich. Und lass mir mit meinem Wand den Stich. Habe ich die Ehrjungfer droht, hast du heute nachgedruckt auf Magen, kannst mich jetzt steigen auf die Bucki. Fertig, Schneider. Und heute mit Auge ins Leberknäuel, mit Kraut. Leberknädel? Ist er meiner Leibspeis? Fertig noch machen, das Westenleibel. Ja, das wird das Leibere sein. Und das mit der Trut, lockt die aus dem Kopf. Tram, trotz da, weiter nix. Mir sind auch schon so Geschichten passiert. Nix dran. Habe ich gesehen und habe ich gehört, wie er hat gemacht. Hui, hui, hui. Lauter Leibern und Weinzeln. Meinst du wirklich? Könnte ja sein. Aber Traudl, sag selber, bist du der Trud oder nicht? Schneider, du bist ein Noah. Habe ich also wirklich gespinst? Guten Morgen, Flori. Du heute schon da bist. Was gibt's denn? Was drehen heute mit dir? Es hängt sich um. Weil, naja, mir ist jetzt wieder, aber. Was geht jetzt um Gagelchen da zusammen? Hat er wer was da auf uns?
das soll nicht. Es ist halt wegen der Gemeinschaft und die anderen Leute. Man muss auf seinen Ruf schauen. Kurzum, heute Abend wird mein Verspruch mit deiner Tochter nehmen. Flori, ist das dein Ernst? So, ja, dann warum denn noch einmal? Weil ich eine Trud nicht heirate. Hier steht der auch mit deinem Unsinn daheim. Wer hat denn dir deinen Bären aufgebunden? Nix aufgebunden. Selber gesehen in ihrer Stumm, wie Trautler als leibhaftige Trud als Schneider gedruckt hat. Halleluja! Ich hab nichts gespinnt. Sind wir denn in deinem Warenhaus? Trautl, nur auf dein Schnobel und vor dein Liegenschiff blieb das Maul. Sie kann sich nicht wieder streiten. Trautl, sei mir nicht hart. Du kannst dich vielleicht ja gar nichts dafür, dass du eine Hexe bist. Aber eine Trut? Was, mein Dirndl? Na, einmal eine Trut was? Schmeiß ich draußen. Verstanden? Trautl. Herrschaft, liegen die zwei oder sagen sie die Wahrheit? Rein sollst! Recht hast du laut, wenn du nicht sagst. Wer sie mit den Ohren einlässt, ist selber da einer. Komm. Was ist jetzt das? Unsinn? Blödsinn? Viecherei oder Hexerei? Ist was mag, dass der Trud war hier, ist eine vollendete Tatsache und kannst dir machen nix. Wie kann er sagen, was ich gesehen hab? Gell, Oberhofer, jetzt sagt er zu Wenzel nix mehr. Spinnmaster! Dass man ja nicht da dauernd. Mein Gewand muss ich haben bis Weihnachten. Stefan, das kann ich mir nicht vorstellen. Der Traudler trotz. Du bist auch so ein Mannsberg. Sein Dirndl so ein Shantown tun. Da kann ich nichts dafür. Da kann ich nichts dafür. Was schlafen du da auch, Digga? Es wird von mir niemand verlangen können, dass ich eine Trud heirate. Du sei froh, dass die so eine Trud überhaupt mag. Dir wünsche ich einen Drachen, der dich regiert bis aufs Blut. Der geht so leichtsinnig weggeschleudert. Mir verschwind von überhaupt. Und lass dich da nicht mehr blicken. Verschwinden sollst! Mund, wenn ich Trauen recht schon finden darf, dass ich das Trudenhandwerk aufgearbeitet, ich weiß nicht. Ich geh ja so und ich trau schöne Grüße aus von mir. Vielleicht, dass ich sie da noch wohl eben als Truden. Jetzt habt ihr aber Zeit! So. Ein Schneider hat mich jetzt einen Kugelzettel für 3 Tage mitgegeben. Und der bleibt wieder. Aber dafür schaut aus, geht der Flori. Es ist ein Narrischwelt. Der Schneider behauptet, der Flori behauptet. Und du glaubst es. Bist auch so ein Vater. Lass halt die Enten schlecht machen, vor ein paar so spinnende Decken. Statt dass du einen nach dem anderen raushauerst. Ich weiß nicht, was ich bei der ganzen Geschichte folgen soll. Denn irgendwas muss dahinter stecken. Das konnten nicht bald zwei bösen Fest behaupten, dass die Trud da gewesen ist. Ob der Schneider auch eine Spinne da drauf sein. Aber der Flori liegt da nicht. Aber Spinnen tut er auch. Grüß Gott, aber Vater. Ja, was ist denn das? Die Wind hat sie rausgekommen. So, da war mir ein Fluch, wenn ich nicht in den Tag bin. Komm, nimm nur gleich was. Da huckst du her. Gut, Mirli machen. Ein Spindel heimgewarten wirst du uns da schenken, gell ja? Frauli, denn schließlich bin ich jetzt ein bisschen reingekommen. War mir aber lieb, verstehst? Selbst, man ist nicht dort hingehen, wo der andere hergekommen ist. Was uns das gesagt hat, was wir nicht gern gehört haben, verstehst du schon, gell? Ja, ich verstehe dich schon. Ich gehe nicht ganz gern hin zu deinem, der zu uns hergekommen ist. Aber ins Gleiche kann ich nicht, weil mein Schuh ist mir laut und dann muss ich vorher kodieren. Und überhaupt, Bauer, mir summt halt die ganze Zeit schon was in die Ohrwaschel um mich herum.
Der Herr, die Ausnahmsweise so schlecht. Jetzt weißt du aber die Löse spätzen. Na, ihr habt halt noch schon einmal Besuch gehabt. Besuch? Wir? Willst du nicht mein. Ich tue nicht so, als ob das eine Neuigkeit war. Oder soll ich einen Schneider fragen? Das soll ich wissen, was der Furz um das soll. Woher hast denn du dein Trotsch? Vom Brunnecker Flori, der Flint um einmal seit Jensen verhext, ein Trot war. Sepp, geh erst auf wie auf Brunneck und holst mir dein Kerl her. Dein Hilfe! Der ist so dumm. Da kommt bei jedem Hilfe zu spät. Und schau, Oberhofer, darfst du es nicht übernehmen, aber schau, auf die Geschichte freut es mich nicht mehr besonders, dein Bärtel zu heiraten. Auf das dumme Geschwätz wirst du nichts geben. Ja, mei, auf eine Schwägerin, der mir Hexerei nachsagt, freut man sich schon gar nicht. Ich bin ja sonst noch nicht schräg. Ich nehme es mir gar nicht selber auf. Vor allem, wenn du geschlafen hast. Ich sag gerade, mir war die Heirat mit Bernd erwünscht. Er gefällt mir und ich bin ihm gut, aber... Ja, was brauchst denn nachher noch ein Aber? Wenn es wirklich zu Heirat kommt, da muss ich mir was ausbedingen. Mein Haus darf draußen als künftige Schwägerin nicht betreten. Würde ich was sagen, deine Bedingung passt mir nicht. Mir auch nicht. Mit der Bedingnis würde ich sagen, dass mein Traum ein Trot ist. Bei mir haben sie das jetzt gerade Leid gerät. Auf den Pfeife! Siehst du, mein Topserdirndl? Hören Sie es mir gleich so, dass mir gar nichts mehr dran liegt, wenn aus der Heirat nichts wird. Nichts wird? Das kommt ich später mal rein. Ich bringe Geld mit und er war gut. Ich weiß schon. Also, wenn ich schließlich auf die Bedingung eingehe, dann stelle ich auch nicht. Und die wer? Am Tag einer Hochzeit an muss dein Knecht aus dem Haus sein. Der Schafer ist das Licht, Messing. Nachher wird bis zu deinem Termin die Hochzeit verschoben. Ja, aber der Schafer ist ein Düchter, nicht? Mag sein, aber man redet allerhand. Ich kann ihm nicht leiden. Der Mensch hat kein Christentum. Spamm, Flur, Sauf, Rach, kurz, er ist ein Lacki. Und da ist er gemacht. Also, Rosel, was ist? Ja, gut, ich will schauen, dass es geht. Wenn man nur so obergläubig sein kann. Ach so, ich will nicht sterben. Jetzt, wenn du da bist, kann ich ja gehen. Also, ich hole jetzt die Flade zu. Nein, nein, bleib nicht da. Es geht voller Hand zu reden. Sei nicht so charmig, ich tue dir nichts. Jetzt gibt's drinnen, entweder oder. Wenn wo die Rosel heute da unten ist, hast du wohl denken. Kann ich mir nicht denken. Ich verscheinhalte drauf. Du weißt doch, was wir ausgemacht haben. Wir haben nur geredet, ausgemacht haben wir gar nichts. Du kennst doch meinen Willen. Ja, das schon. Und ich nehme auf, dass du damit einverstanden bist. Das bin ich halt nicht. Ah, da schau! Muss ich blamieren, mir vor dem Topf so leid. Puh, ich sag das! Nur nicht aufregen, Oberhofer. Heiraten ist ein Geschäft von der Hanke. Und beim Hanke wird falsch im Schäfer. Wir sind einmal so, aber am Ende, wenn der Hanke fertig ist, ist in jedem Recht. Bis auf den, der der Geber ist. Und bei uns im Hanke weiß ich. Deswegen lasst euch halt alle zwei was sagen. Aus deinem Geschäft wird nichts. So gewiss warst du das? Ich lass mich nicht verkuppeln. Bertel, so sollst du sein. Ein anderer schleckert sich die Finger noch mir ab. Ich halt nicht. So, und warum nicht? Weil die andere gern haben. Ah! So, deswegen. Und wofür eine hat nachher die gehabt? Ein alten Oberhofer, seinen Schwiegervater zu nehmen. Hast du mit der Antwort? War der doch nicht. Ich kann ja gehen, wenn es noch leichter ist. Nein, du bleibst. Du musst eine saubere Säulin sein, der seine. Und es ist bei fremden Leuten nicht zu nennen, so. Den traue ich mir zu nennen. Die Afre ist unser Magd. Die Tieren, schon wirklich völlig vergibt zu den Oberhofen sein einziger, ein Bauerntieren. Eine ehrbare Tieren schätze ich mehr wie eine unehrbare Beilen. Geht das auf mich? Gut, dein Geschenk nimmst zurück. Hab keine Ursache. Bauer, Bertel, du stolz die schäckige Kolm losfressen. Nachher wird schon wer anhängen. Da hättest du gerade recht. Mit dir habe ich ein Wertel frei. Das sind 14 Tage Gäste. Ein Tieren, das ist nicht schon. Sie so vom Haus hinzumachen, ist für meine Augen eine schlechte Person, die ausgeeckt gehört. Wir haben uns in Ehren gefunden. Los, der geschworene Sprich, du wirst noch mein Willen tun. Mein Dirndl los ich nicht. Komm, Afra.
Oberhofer, kannst die Hose probieren? Kommst du gleich, gell? So was muss man allein an seine Kinder. Ich mein, unser Plan kennt nicht aus. Und ausgehen muss er! Und so in einem Burms Kleidtal bei mir. So, jetzt kämpfen. Den kann man jetzt nicht brauchen, denn wo ist Janus mal sein dummer Schädel? Schwör, die schmecken leider. Und ich hau mich raus, in dein Hautwurst. Ein nettes Grüß Gottes, Oberhofer. Ah, du bist! Wollt sagen, Sie sind's, Herr Doktor. Was verschafft man denn heute schon wieder die Ehre? Wenn's gerade nicht dringend ist, konnten Sie leider nicht anders mal kommen. Ganz recht, wir fühlen uns alle recht so. Und, dass die Mama mit einem Blick verdienen. Deswegen bin ich ja gar nicht gekommen. Aber ich war zuerst bei euch dran. Und da hat man mir gesagt, die Rosel wäre auf den Oberhof gegangen. So bin ich ihm nachgekommen. Denn ich möchte ein ernsthaftes Wort mit dir reden. Mit mir? Ich hab schon gesagt, mir fällt nicht. Ich glaub doch. Ein Charaktermann bist dir. Du willst ja einen Burschen herandrängen, der dich gar nicht mag. Und du willst für ein Mädchen drinnen, das er gern hat. Du willst eine unglückliche Ehe heraufbeschwören. Hier ins Land, Herr Doktor! Wir brauchen keine Freude! Wir wissen selber, was wir zu tun haben, wenn wir auch nicht studiert haben. Und wenn es nicht gern gingen, lachen dann wir es. So, hier ins Training, Sie Schachtel mal! Habe ich der verliebten Gesellschaft versprochen, ich werde zu ihren Gunsten ein gutes Wort einlegen beim Oberhofer. Aber wie mir scheint, kann ich das Versprechen nicht halten. Denn der Oberhofer hat seinen eisernen Schädel und die Windhopserrosen. Damit der gehen wir an. Na, Doktor, hast du was ausgelegt? Sepp, ich gebe die Hoffnung auf. Brav. Da schauen schöne Zeiten ein auf dem Oberhof. Statt dem Christkind und die Brut. Was? Ja so, du weißt ja noch gar nichts davon. Ja, Blütenbesuch haben wir gehabt heute Nacht. Du glaubst da solche Märchen? Ja, der Schneider und der Florian, die schwören sogar, dass sie es mit leibeigenen Augen gesehen haben. Und stell dir vor, was sie noch behaupten. Dein Blut soll unser Traudel gewesen sein. Die Traudel? So ein Blödsinn. Der Brunnenecker Flor, die hat auf das hin sogar einen Verspruch mit der Traudel rückgängig gemacht. Tja, ist denn bei euch alles verrückt? Sepp, bring mir mal die Traudel her. Da werden wir gleich haben. Da steckt was dahinter. Da steckt sicher was dahinter. Entweder eine Lumperei, oder wirklich ein Trost. Aber der komme ich dann. So, da haben wir es, das Gespenst. Guten Morgen, Herr Doktor. Traudl, da komm her zu mir. Du bist ein sauberes Mädel und ein Liebes dazu. Und recht brav bist du. Das ist mir bekannt. Die Leute aber sagen, du wirst noch was. Aber etwas ganz Schiefes. Etwas zu fürchten. Sie sagen, du wirst eine Trut. Das stimmt. Und sie sagen, dass du heute Nacht als so eine Trut im Oberhof umgegangen bist. Ja. Das stimmt, und Sie haben recht. Der Trot, der heute Nacht den Schneider heimgesucht hat, bin ich gewesen. Da sag ich nichts mehr. Und wegen der Trot hätte ich heute den schönsten Meiner geschworen. Du wirst der Trot? Traudl, red doch. Ja, bis jetzt habe ich allweil gleich nicht. Aber zu Ehren, Herr Doktor, kann ich nur als Wahrheit sagen. Traudl, warum nur mir? Das weiß ich nicht. Die schauen uns so an. Da! Traudl, zähl da. Das sag mal so. Gestern haben sie bei uns das Gerücht.
Häng dich hoch. Der damische Wind hat sich nicht. Der hat das Brandl auch noch geschürt. Der Xaverl hat gesagt, dass alle Trauden droben sind. Und der bänische Schneider hat erzählt, dass man die Troden an dem Trodenkreuz in der hohlen Hand erkennen kann. Und nachher hat er meine Hand angeschaut und gesagt, ich hätte ein Trodenkreuz drin. Also war ich ein Trod. Und nachher ist losgegangen über mich, gelacht haben sie und gespeckelt, zum Baden haben sie mich gebracht. Aber im Staden ist mir zu Wort gekommen und habe mir gedacht, das soll mir das nicht umsonst anhaben. Auch noch, wir alle im Bett gewesen sind, bin ich als Trot ausgerockt. Was der Schneider und der Flori gesehen haben, war eine Tatsache. Oh, du Trot, du ganz spitzbübische. Seht, du allein bist mir beigestanden. Ich danke dir mal schön. Der Sepp ist der alte Nothelfer. Davon kann er ihr erzählen. Doch, Traudl, die Gespensterei hat böse Folgen gehabt. Den Bräutigam hat er den Wort zurückgegeben. Ja, das hat mir anfangs schon auch recht weh getan. Aber wissen Sie, Herr Doktor, ich denke halt, wenn ein Bub sein Dirndl von Herzen gern hat, dann lauft er nicht davon, und wenn das 100-mal der Tod war. Da hast du recht. Ich tät das nicht. Gottes, Herr Doktor, Sie waren kurz auf. Traudl, frag doch nicht. Dirndl, mir scheint, als ob die Liebe zu Flori gar nicht die tiefste gewesen wäre. Du kannst recht haben. Das habe ich ja gar noch nie so gemerkt, bis jetzt. Sepp, das Mädel. Und auf sowas verzichtet der abergläubische Tropfen von Tonleck. Doch, da. Hier, die verdammt Blut. Weit hast du nicht mehr hin, dann bist du ja verfallen. Aber wenn das der Fall ist, dann gratuliere ich dir. So, bis in 14 Tagen ist dein Dirn aus dem Haus. Und nachher wird der Bursch schon gescheiter werden. Nimm dir Wein in die Kuchel und lass dich bei der warmen, guten Kaffee machen. Ich hab nur mit deinen Herren da noch was zu reden. Oder meinst du? Gut, aber so, möchte ich den meinen? Strapazieren Sie ihn nicht, Herr Doktor! Der Oberhofer hat einen eisernen Schädel und der sitzt auf einem Stiergang und lasst sie nicht dran! Ja, ja, ich kenne sie gut, diese Eisenschädel. Die stehen euch Bauern gut. Nur schade, dass sie manchmal so hohl sind. Sie sind nein! Und ist so ein Schädel nicht leer, was kommt heraus? Trotzerei, Wolterei und Rauferei. Da macht ihr euch wichtig. Wir sind wir und kriegen wir es gerade so, wie wir wollen. So seid ihr in der Gemeinde und auch bei euch zu Hause. Durch Grobheit und Eigensinn wollt ihr euch Respekt verschaffen und Gehorsam erzwingen. Doktor, nichts von der. Du hast recht. Verzeih, Oberhofer. Bist du Traudl? Da ist mir Bayerin Feig da. Ja, warum? Dann sagst du dir, die soll Sturm reinkommen. Ich war da. Ich würde ihre wenig interessieren. Kommt drauf an. Gut, zwischen meiner Bayerin und deinem Buben sollst du einer Heirat kommen. Hast du nichts dagegen gehabt? Ich hab aber was dagegen. Aber bei deinem Buben kennt der erst ich. Was schon? Schon 2 Jahre lang haben wir mit lauter Liebschaft. Und sie hat nie anders gesagt, als dass sie mich heirat. Und jetzt auf einmal wird der Knecht schlecht. Aber das bedeutet ja nichts. Sie hat wohl gesagt, dass ein anderer heirat, zwischen uns bleibt beim Orden. Und
Hier ist Oberhofer. Jetzt seid ihr dann auch Eisenscheidel auf, Bauer. Kindsport auch, Herr Vater. Was machst du da? Dein Versprechen einlösen. Dein Vater und Anton heiraten. Müll möchte abschütteln, aber das geht so leicht nicht. Das Bandel, was uns zusammenhält, ist stark. Du, was hast denn du mir versprochen? Das sagen dir draußen besser. Das hat jemand recht, gehen wir. In das verhext die Haut hätte ich nie reingehen mögen. Nun, Oberhofer, wie denkst du jetzt über die Heirat von Bertl mit der Windhofsertochter? Rutschen Sie meinen Bug an, Herr Doktor. Aber das Weibsbruch können Sie nehmen. Mein Bertl kriegt's nicht. Dankeschön, aber ich weiß mir was Besseres. Heirat! Ich mag nicht. Ich will's haben. Wenn du's haben willst, dann heiratst du. Na ja. Ah, die Windhofserin. Die kann uns gestohlen werden. Aha, wie muss. Dein Affe soll es heiraten, damit endlich Frieden wird! Ist er ganz übergeschnappt? Echt, der Mario ist geworden. Juhui! Oberhofer, kommst du jetzt Hose probieren? Oder soll ich dazu holen, die Ochs aus der Stadt? Nicht vergessen, das ganze Haus zu desinfizieren. Oberhof ist denn nämlich Trutenes. Sie, Meister Kravitschek, sind ein Esel. Das ist nicht. Esel wird nicht gedruckst vom Trut. Die Windtopfgeschichte war erledigt. Aber mit der Trut ist da noch eine ganz verwegliche Sache. Oberhofer, auch dieser Knäuel wird sie lösen. Vielleicht eher als du denkst. Die Afra glaubt nicht, dass wir heiraten werden. Sie meint, so verrückt bist du nicht, dass du dich nicht von der Liebetochter nimmst, wo du mit ihr erst vor vielen Stunden die größten Grobheiten gesagt hast. Schau, dass sie herbringt. Sie geht mir ja nicht einer. Das kann eine schöne Ehe werden, was dein Hirn schon nicht pariert. Afra, Afra, so eine. Was will der Bauer? Dir sagen, dass ich da nicht so verrückt bin, wie du glaubst. Was dir, habe ich da gekündigt. Und weil ich für mein Wort nicht abgehe, bleibst du dabei. Wenn du bleiben magst, nur als Bayerin. Verstanden? Magst? Bauer. Nix mehr Bauer, was da recht ist. Schwiegervater kannst du nennen. So, und bei Heizau, ist tut dein Brot. Viertel, Viertel, Viertel. Hochzeitsgewandel krieg schon ich zu schneiden, gell? Das kannst du einmal bei der ungemütlichen Seite kennenlernen. Bist du bloß Spruchemacher? Viel gescheiter, du tätst einmal deiner gemütlichen Seiten zeigen. Aber solcher hast du ja keine. Da hat der Dingsbord vom Brunnen ein Kaprier gebracht. Ein Kaprier? Ja, ist jetzt gut, dass er selber hergegangen ist? Er wird sich wegen seiner Leichtgläubigkeit von gestern entschuldigen. Und alles wird wieder gut. Aber nicht für mich. Lieber Oberhofer! Nimm es nicht in Übel, aber es geht nicht. Mein Vater sagt es auch. Und die Mutter sagt es auch. Und die Karl, meine Schwester, sagt es auch. Alle bei uns sagen es. Eine Trut kommt uns nicht ins Haus, sagen alle. Und mein Vater sagt, es ist gescheiter, ich heirate die Wirtsgesänzel, weil die keine Trut ist, indem sie dazu zu dumm ist. Wir müssen auf unseren Ruf schauen. Mir tut es recht leid, indem ich die Zänzel nicht besonders leiden kann. Aber sie bringt viel Geld mit und versteht von der Truderei nichts. Mir ist ganz miserabel vor lauter Verdruss. Was ich auch von euch hoffe. Es grüßt euer Unnigsgelübter Florian. Den Kerl schlug ich drei zu und so ins Kreuz bringen. Den Burschen lasse ich vergolden. Das ist eine Dummheit wert. Na, hol rein in die Traudel. Das arme Birken. Was wird dieser dein Brief sagen? Dirn, da nichts.
Der Kerl bleibt bei seinem Vorsatz und hält zur Leumnis auf. Der hat recht. Er kann ja doch kein Tod nicht heiraten. Was? Du gibst selber zu, dass du... Hab ich nicht recht gehabt? Hab ich gespinnt? Ich bin die Tod vom Oberhaupt. Was? Das gibt's ja nicht. Das ist ja nicht mein Geld. Doch, sie spricht die Wahrheit. Ich will euch die Geschichte erzählen. Ein frecher Bursch hat gestern Abend einen schlechten Witz gemacht. Traudel und Trud sei das Gleiche. Das hat er aus Bosheit dann. Und der Meister Kravitschek hat vom Trudenkreuz gefaselt, hat so eins in der Hand von der Traudel gefunden. Das hat er aus Dummheit dann. Der Flore hat die Traudel für ein Gespenst gehalten, wie sie als Trud auftreten ist, um sich für den Spott zu rächen. Das hat er aus einem dummen Aberglauben heraus dann. Was die Folge? Diese drei. Bosheit, Dummheit und Aberglauben im Verein haben es möglich gemacht, ein braves, unbescholtenes Mädchen einen schlechten Ruf zu bringen. Herr Doktor, was Sie gesagt haben von Dummheit, ich verzeih Ihnen der Beleidigung. Also, so ist die Sache. Andererseits bin ich froh, dass sich die Geschichte so aufgehört hat. Aber das Malheur ist auch fertig. Mit den Fingern werden die Leute auf meinen Dirndl zeigen. Dass sie ein anständiger Bursch noch anschaut, ist ausgeschlossen. Glaubst du das auch, Traudl? Das kann schon sein. Aber wenn nur sie über mich nicht schlecht denken. Ich denke nicht schlecht von dir. Im Gegenteil. Oberhofer, dein Doktor ist frei. Willst du es mir erlauben, dass ich sie verteidige gegen jedes verleumderische Wort? Dass ich sie schütze gegen jede Beleidigung? Und dass ich stets ihr Beistand bin als ihr Gatte? Doktor, du spinnst! Urklang, sie spinnt! Mir ist ernst. Ich habe ein gutes Auskommen. Ich kann eine Frau ebenso gut ernähren wie ein Bauer. Und es soll sich einer hüten, mit Traudel auch nur mit einem schiefen Auge anzusehen, weil sie mal tot gewesen ist. Was soll ich da sagen? Recht haben sie ja. Ein dummen Greif, da geh ein halt auf. Und ein gebildeter Doktor soll mir ein Trotz zum Weib nehmen. Aber mag denn ihr noch einmal gehen so? Traudl, nun ist die Antwort an dir. Wenn du sie machst, ist böse, Trud. Freilich will ich sie. Böse, herzliebe Trud. Herr Doktor, Hochzeitswandel kriegst du nicht. Also, Oberhofer, ist er jetzt gelöst, der Rätsel von Trud bei gestriges Nacht? Schneider, da bringst du mich hin doch was. So kann der neubackene Herr Schwiegersohn gleich seine Weisheit leiten lassen. Wir warten dann des Frierer, wie fast alle Jahr die Trud, was in mein Haus rumgesucht hat. Allerweil hat da die Traudel die Trud nicht markiert. Also muss da Hexen geben. Also, wie man sagt, haben doch diese Trudenbesuche stets in der Thomasnacht stattgefunden. Regelmäßig auf meinen Namenstag auf. Und zu dem Anlass ist doch immer recht viel gekocht und gegessen worden. Ja, ja, stimmt. Dann haben wir auch schon die Lösung. Wieso? Das kapiere ich so schnell nicht. Ich will's dir ausdeutschen. Bei Leuten, die vom Schlafen gehen, noch recht viel essen, stellt sich mitunter ein scheintodähnlicher Zustand ein. Die Wissenschaft nimmt den Aufdrücken und abergläubische Leute sagen, die Trud hat mich drauf. Ist sie erlogen? Hab ich gestern gegessen nur ein paar Wuchteln? Ist sie schon gekommen, der Trud?
Deine Geschichte kommt stimmen. Es gibt jedoch ein unfehlbares Mittel gegen die unheimlichen Besuche dieser Trost. Und ist dir diese unfehlbare Mittel ein Geheimnis oder öffentliche Bekanntmachung? Das Rezept heißt, überfresst euch nicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, dass ich es nicht gesagt habe, dass mir auch schon Bomber das Mist gedruckt hat. Eigentlich können wir der Trude nur dankbar sein. Zwar nagelneu gebraut vor einem Haus. Was kann man sich da noch Besseres wünschen? Bitte sehr, ist sich schon Knädel mit Kraut auch was Feines? Babel, wann tochtet der große Knädel? Auf wie viel Lust ihn einschneiden? Auf 3 Dutzend gebe ich dir Garantie. Hab ich ja nichts mehr zu fürchten. Das kommt der Trud und druckst Wendel zusammen wie das Kartenblatt. Du, die Leitzinne, Weltschneider, druckst du mal in mein Uli Hund deine Chance. Da sind Zacken drinnen, die ein Trudenkreuz verdammt gleich sind. Was? Bist du auch so vermaledeite Trud? Dann tu ich schon lieber fasten und ess nur 2 Dutzend Knebel. Mit Leber einwendiges. Nur keine Angst, lieber Meister. Verzehr mit Lust und Appetit deine 3 Dutzend. Der Oberhof ist von nun an befreit von diesen Gespenstern. Die letzte Trut, die hier ihr Unwesen drin hat, nehme ich in Beschlag. Traudl, komm zu mir und bleib bei mir. Liebe, herzliche Trut.